Man könnte sagen, Simone Boccanegra ist House of Cards von Verdi. Eine wirklich spannende Oper, ein Polit-Thriller, der eine wahnsinnig aufregende Handlung hat und dennoch ganz in die Tiefe von vielen Charakteren geht. Und das gibt es ganz selten, dass man so auf der einen Seite einen spannenden Plot hat und trotzdem richtig tief in die Leute reingucken kann. Und ich denke, das ist eine ganz aufregende Entdeckungsreise. Das Interessante an dem Stück ist, dass Politik seit Jahrhunderten in einigen Ländern immer in den gleichen Räumen gemacht wird. Also in Frankreich, in Italien, auch vielleicht in Belgien gibt es Präsidentenpalais, die sich nicht verändert haben. Und das ist vielleicht auch nicht nur gut oder sogar schlecht, weil die Geister der Vergangenheit sehr nahe sind. Also damit spielen wir auch sozusagen, dass wir aus der heutigen Zeit immer wieder, also eigentlich zweimal solche Flashbacks haben in andere Zeiten, um zu zeigen eigentlich, die Dinge verändern sich nicht. Es gibt immer wieder die gleichen, ähnliche Konflikte. Und so hoffen wir, eine sowohl politisch wirklich spannende Geschichte zu erzählen, wo man aber auch ganz nah an diese Figuren rankommt. Und ja, bin ich sehr gespannt, wie das hier wird.